Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Bundesminister Heuss-Haus, liebe Österreicher. Ja, eine Welt ohne Kinder und Zwangsarbeit, das würden wir uns alle wünschen. Und eine Welt, in der auch noch Rücksicht auf die Umwelt genommen wird, ja, das würden wir uns alle wünschen. Aber Frau Bundesminister, nützt dieses Lieferkettengesetz der österreichischen Wirtschaft tatsächlich und kann es vor diesen globalen Menschenrechtsverletzungen tatsächlich schützen? Und ja, für mich ist es nur schwer vorstellbar, dass sich die gesamte Welt nach uns Österreichern oder Europäern richtet, nämlich bei den kulturellen, sozialen und ökonomischen Divergenzen. Ja? Zum anderen muss man aber auch oder muss man sich auch klar eingestehen, dass dieses Lieferkettengesetz zwangsläufig zu Teuerungen für unsere Endkonsumenten und auch für unsere Österreicher führen wird. Und Sie haben vorher diese Leiberler um 1,99 Euro erwähnt und die Jeans um 5,99 Euro. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt heute schon viele Menschen, die sich wünschen würden, um 5,99 Euro eine Jeans kaufen zu können. Ja? Die können es aber jetzt schon nicht. Ja? Und Frau Bundesminister, ich weiß es nicht, was glauben Sie, wer diese Mehrkosten tragen wird? Die Konzerne werden die Mehrkosten nicht tragen. Sprich, in der jetzt bereits vorherrschenden Teuerungswelle wird für unsere Österreicher mit Sicherheit noch alles teurer werden. Und ja, das bringt mich auch zu einigen Fragen, nämlich Frau Bundesminister, gibt es da ein fundiertes Datenmaterial, zu welchen Preissteigerungen dieses Lieferkettengesetz in Österreich, wenn es jetzt war Fertigsatz, das war eine Frage, die wahrscheinlich nicht nur mich interessieren würden, sondern auch die Österreicherinnen und Österreicher interessieren würden. Gibt es da irgendein Datenmaterial über die Preissteigerungen aufgrund dieses Lieferkettengesetzes? Oder gibt es fundierte Daten, auf welchen Daten basieren diese Einschätzungen? Welche Folgen sind absehbar für die Elektromobilität? Wie wir ja alle wissen, die Produktion von Batterien braucht Kobalt, was im Kongo von Kindern, mit Masse von Kindern, abgebaut wird. Nach dem Lieferkettengesetz, wie teuer wird das Ganze für die restliche Welt? Wie teuer werden die E-Autos? Was passiert mit diesen Kindern, die heute Kobalt abbauen? Wir wissen es, im Ostkongo, sie werden zu Kindersoldaten. Ja? Hat man das vielleicht berücksichtigt da drinnen? Also das kann ja bitte nicht das Ziel dieser Bundesregierung und von Europa sein, dass man das eine beenden will und auf der anderen Seite Kindersoldaten ausbildet. Das ist ja bitte ein völliger Wahnsinn. Wie beurteilt man den Wettbewerbsnachteil, den unsere Konzerne dadurch gegenüber Unternehmen in der restlichen Welt haben werden? Wer übernimmt in diesem Projekt, Sie haben den Opferschutz angesprochen, wer übernimmt denn bitte die Kosten für den Opferschutz? Ja? Wenn die vermeintlichen Opfer Zugang zu Rechtsbehelfen gewährt werden sollen? Und was ist, wenn sich der Verdacht in weiterer Folge nicht erhärtet? Wer kommt dann für diese Kosten auf? Also viele Fragen, die aus unserer Sicht noch beantwortet werden müssen. Das Thema ist toll, das Thema passt in einen grünen Wahlkampf sehr gut hinein. Ja? Und ich glaube, wir befinden uns ja schon mittendrin, weil keiner weiß, wie lange diese Regierung noch halten wird. Ja? Also ein grünes Thema ist es auf alle Fälle. Aber Frau Bundesminister, in Ihrem Ressort gibt es sehr viele Dinge, die wichtiger behandelt werden müssen. Eine Anfrage werden Sie in den nächsten Tagen noch bekommen, nämlich zum Tod des 23-Jährigen in Graz. Was mir auch unerklärlich ist, ich habe unlängst eine Justizanstalt in Graz besucht, das passt ja auch in Ihr Thema hinein. Ja? Da ist man nicht bereit, bitte 90.000 Euro für eine dritte Zelle zur Absonderung in die Hand zu nehmen, wobei zwei Absonderungszellen in Graz hier wirklich permanent voll sind. Sie kennen die Problematik, die ganzen Unterlagen sind auf Ihrem Tisch, Sie wissen, dass es 90.000 Euro kostet, dass der Platz vorhanden ist und wir sind nicht in der Lage, mit Ihnen an der Spitze dieses Ressorts diese Zelle zu errichten und diese 90.000 Euro zu investieren. Ich sage, gerade in diesem Ressort gibt es sehr, sehr viele Dinge, die
wesentlich wären, ob das Lieferkettengesetz jetzt da wirklich da an Priorität 1 in Zeiten einer Teuerung gestellt werden muss, das wage ich zu bezweifeln. Und ich sage, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Ja? Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, alles vorzuschreiben und alles unseren Österreicherinnen und Österreichern aufzudoktrieren. Das ist die eine Möglichkeit, das kennen wir ja schon von dieser Bundesregierung aus den letzten beiden Jahren. Die andere Möglichkeit wäre aber die Transparenz, nämlich den Leuten aufzuzeigen, wo die Produkte herkommen, den Leuten aufzuzeigen, wie diese Produkte hergestellt wurden und die Menschen selbst entscheiden zu lassen, ob sie das kaufen wollen oder nicht. Ich weise noch auf die Redezeit hin von 5 Minuten, bitte. Vielen Dank.